zeige Ihnen nun eine Seltenheit, das Franzi. Das Franzi, guck mal, hübsch. Schau, wir werden gleich schier. Guten Morgen. Morsche, morsche, wo sind wir? Heute sind wir im wunderschönen Zederhaus in Lungau, in Lungonien. Und heute gehen wir aufs Weiße Eck auf, wie heute funktioniert es. Voriges Jahr haben wir ja fürs kein Spitz umdrehen müssen. Durch die Hölle auf und runter. Aber einmal kommen wir heuer oder machen wir das wunderschöne Ödenchor. Schauen wir mal, ob mich das heuer nochmal gefreut. Und wie alle in Lungonien ist saukalt! Pfui! Grausig! Ja. Aber das Wetter ist schön. Ja. Selben. Viel Spaß beim Zuschauen. Genau. Ja. Jetzt lauf! Der Hund tut nie weiter, Alter! Nie! Jawohl, jetzt dürfen wir ins Gelände gehen, gell? Yes. Brutal. Der nächste Lungone, der sich in den Weg stellt. Das sind keine Lungonen. Wenn wir im Lungau gelernt haben, das ist dann alles slow geworden. Brutal. Brutal. Gewaltig! Ja, schon. Karl-Heinz, was tun wir da? Wir gehen auf den Berg. Juhu. Da, wenn ich jetzt so einer nachkomme, Ruppi alias Geiber. Sag schön brav Hallo zu den Zuschauern. Hallo Welt. Ja, zu so viel musst du auch nicht Hallo sagen, ein paar hätte drin. Gell? Ja. Hallo Mama, hallo Papa. Da lass mal hin. Können wir in die Hölle und vom Parkplatz Fußstraße, Stück Wald und jetzt sind wir in der Hölle vor meiner Franz und Rupp. Schauen wir mal, wie es heute geht. Schnee schaut gar nicht so zwider aus. Vielleicht kommt heute was kurz. Hölle, 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 Hölle. Und auf den Himmel. Jupp.
Ja, gewaltig. Ja, mittlerweile sind wir im oberen Bereich der Hölle. Und jetzt geht es auf die Felskar-Spitzaufe. Das ist eine Tour, die wir letztes Jahr bereits gemacht haben. Das Video findet ihr oben verlinkt. Auch in der Description, schaut es euch gerne an. Da ist alles besser beschrieben wie in dem Video. Muss nicht alles doppelt und dreifach beschrieben sein. Extrem haschig ist da. Der Wind richtig gearbeitet. Traumhaftes Panorama. Da geht es jetzt auch rauf. Felskar Spitz. Der Rupp ist schon oben und der Front ist dahinter. Ja, ja, fesch ist's. Jetzt sind wir auf der Felskar-Spitze, da waren wir voriges Jahr schon mal herum. Und traumhaftes Panorama, schaut euch die Fernsicht an. Und da geht es jetzt noch rauf, aufs Weiße Eck, heute funktioniert es. Voll cool, mir taugt es. Juhu! Yippie-i-o, Schweinebacke, Bruce Willis. So schaut's aus. Wir machen da jetzt ein Skidepot und weil es ja eine Skitour ist, gehen wir mit den Ski auf den Gipfel. Einen schönen Gruß in dem Sinn. An einen Andi. Ja, das ist eine Skitour, was wir machen. Skidepot am Rucksack. Da geht's jetzt hinauf. Und da die Hänge werden wir euch jetzt zuführen. Schauen wir mal. 200 Höhenmeter geht es da so einen Hang rauf. Aktuell noch wenig Schnee, muss man zu Fuß gehen. Bis jetzt so bis 40 Grad steil, ziemlich unangenehmer Schnee. Nun geht es ohne Eisen. Da flacht es dann ein bisschen ab, da wird bis vorn. Der hat Steigeisen an. Andi und ich haben die Snowline-Spikes dabei, mal schauen, ob wir die später noch anziehen. Die können sicher hilfreich sein. Gar nicht so ohne, gell? Ja, sind wir uns da die Ski aufgetan. Ja. Und alles ja nur für unseren Fan, für Nandi. Genau. Weil das kostet ein paar Seiten, wenn wir uns einmal sehen. Ich bin so arm. Ich muss in Front. Eine schwere Kamera drauf. So die ganze Zeit. Mitleid mit mir, bitte. Eine Runde Mitleid, bitte, mein Andi. Und da oben ist unser Spurficht, der Rupp. Der hat übrigens die Tour angespurt vor ein paar Tagen. Ja, darum wissen wir, dass die Verhältnisse ganz gut sind. Ja, letzte Meter auf zum Gipfel. Brutal gewaltig. Juhu!
So bergheil vom höchsten Gipfel der Rotstädter Tauern an. Weißeck, 2712, gell? Ja. 2712 Meter. Gewaltig, brutal, abartig, extrem schön ist das. Oder? Fisch. Kaiserjägergeschichte. Wotala! Ja!
Yes! Sie sehen hier zwei Wipfelstürmer. Da eine wipfelt und durch, da eine oben drüber. Da unten durch Wipfelstürmer hat jetzt irgendwie ein Verhedderungsproblemchen. Ich glaube, ich werde mich da auch unten durchzucken. Ja. Na! Mit viel Schwung bin ich hängen geblieben. Nein! Ja, liebe Leute, ich sitze jetzt eigentlich gerade beim Schnitt des Videos und bei der Verabschiedungsszene hat sich leider die Kamera aufgehängt. Darum nehme ich das jetzt schnell nochmal für euch auf. Ich habe die Abfahrt auf ein Minimum zusammengekürzt und nur die spektakulärsten Aufnahmen mit reingenommen in das Video. Die Abfahrt, die wir gewählt haben, geht natürlich nur bei astreinen Verhältnissen und ist bei weitem nicht die Normal-Ski-Abfahrt vom Weißeck. Also keine Sorge, wer über die Felskarspitze aufs Weißeck und wieder runter will, muss nicht unbedingt diese Rinnen runterfahren. Die gehen sowieso nur, wenn es bombensicher ist. Ich habe es im Video eh schon einmal gesagt, der Rupp hat die Tour heuer das erste Mal angespurt. Er war bei den ersten dabei, die am Weißeck oben gewesen sind. Er hat ganz genau gewusst, wie die Verhältnisse sind, hat uns Bericht erstattet über die Verhältnisse, darum haben wir die Tour gewählt und wir haben vor Ort die Rinne auch nochmal begutachtet. Ich hoffe, es hat euch gefallen, das Video. Wenn das der Fall war, lasst gern wieder einen Daumen nach oben da. Wenn du das erste Mal zuschaust auf unserem Kanal, nichts mehr verpassen willst, dann freue ich mich, wenn du den Kanal kostenlos abonnierst und die Glocken aktivierst. Vielen Dank fürs Dabeisein, bis zum nächsten Mal. Ciao, pfiat euch.